sprechen wir über diese Entscheidung, über die FED-Sitzung und über die Folgen. Ich begrüße Thomas Arment von der HSBC. Herr Arment, die FED lässt also die Geldpolitik unverändert. Das war dann eine Überraschung. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen? Naja, die Notenbank hat im Wesentlichen zwei Aspekte in den Vordergrund gerückt als Grund dafür, dass sie eben die Geldpolitik unverändert belässt. Das ist das eine, die fiskalpolitischen Herausforderungen, die jetzt vor allem im Oktober und November anstehen, Stichwort Schuldenobergrenze in den USA. Die Diskussionen zwischen Republikanern und Demokraten werden sich in den kommenden Wochen intensivieren, welche fiskalischen Einschnitte nötig sind, um die USA mittel- bis langfristig eben auf einem tragfähigen Schuldenstand zu halten. Und der zweite, ich denke, entscheidende Aspekt tatsächlich der Anstieg der Kapitalmarktzinsen als Reaktion auf die Ankündigung von Bernanke im Mai, dass es in diesem Jahr zu einer möglichen Rückführung der Anleihenkäufe kommt. Und offenbar ist der Notenbank der Aufschwung noch nicht stabil genug, um tatsächlich den Einstieg in den Ausstieg zu wagen. Und deswegen hat man entschieden, mehrheitlich das aktuelle Kaufvolumen beizubehalten. Mit der Begründung sicherlich nachvollziehbar, aber Sie haben es schon anmoderiert, die Überraschung an den Märkten ist doch spürbar zu greifen. Sie haben es ja im Prinzip ähnlich gesehen im Vorfeld schon, wie Ben Bernanke das jetzt dann auch gesagt hat. Die Grundtendenz der Wirtschaft sieht eigentlich okay aus, da kann man zufrieden sein, moderates Tempo. Aber Sie haben auch auf zuletzt schwächere Daten immer wieder hingewiesen. Heißt das, die Probleme in den USA sind dann doch größer als gedacht? Manch einer mag das so interpretieren. Ich denke aber, der Markt insgesamt oder die Märkte insgesamt interpretieren das Ganze insofern positiv, als dass sie sagen, längere expansive Geldpolitik sorgt für zusätzliche Impulse für die Wirtschaft und damit auch für die Finanzmärkte. Aber in der Tat haben wir in den letzten Wochen feststellen können, dass beispielsweise das Konsumentenvertrauen wieder rückläufig war und dass vor allem die Dynamik am Immobilienmarkt offensichtlich einen Kratzer bekommt. Und das ist genau auf den Grund zurückzuführen, den die Notenbank eben jetzt auch anführt, nämlich der Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Das heißt, allein die Andeutung, dass man aus der sehr extremen expansiven Geldpolitik möglicherweise aussteigt, was nicht gleichbedeutend ist mit einer restriktiven Geldpolitik, sondern nur mit einer etwas weniger expansiven Geldpolitik, sorgt schon dafür, dass wir einen restriktiven Impuls bekommen an den Kapitalmärkten, an den Zinsmärkten. Wenn wir uns vor Augen führen, dass der 10-jährige Zins in den USA seit dieser Ankündigung von etwa 1,60 in der Spitze bis auf 3% gestiegen ist, dann sehen wir schon, dass das hier ein ziemlicher Paukenschlag ist und das einer der wesentlichen Gründe, wie ich es gerade schon angeführt habe, für die Notenbank zu sagen, naja, dann warten wir lieber noch mal, bis wir möglicherweise eben auch das Anleihekaufvolumen zurückführen. Notenbank hat ja eigentlich nie gesagt, dass man im September daran denkt, zurückzufahren. Man hat ja nur gesagt, man wird in diesem Jahr noch mal das Volumen überprüfen, was ja im Prinzip beides sein kann. Man könnte es ja auch irgendwo ausweiten. Jetzt, nachdem wir gestern gelernt haben, wir waren irgendwo mehr oder weniger auf dem falschen Trip, haben alle damit gerechnet, ja, die könnten jetzt langsam anfangen, hier anzuziehen, beziehungsweise die Schrauben eben wieder anzuziehen. Wie sieht denn jetzt das weitere Vorgehen aus? Man muss ja im Prinzip das alles nochmal neu bewerten. Ja, man muss sich im Prinzip Woche für Woche anschauen, wie entwickelt sich die Konjunktur, wie entwickelt sich die Fiskalpolitik, und wie entwickelt sich die Inflationsentwicklung oder wie gestellt sich die Inflationsentwicklung. Das sind die wesentlichen Aspekte, die sich die Notenbank anschaut. Ich würde trotzdem sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum, ist richtig. Wir haben eigentlich bis vor kurzem selber ja gesagt, dass wir erst im Dezember mit einer entsprechenden Reduzierung des Anleihekaufvolumens rechnen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer ist dann auf den Septembertermin gesprungen. Auch unser Haus hat dann letztlich gesagt, etwa 10 bis 15 Milliarden Reduzierung sind möglich. Aber ich denke mal, Dezember ist durchaus realistisch, weil das ist die nächste Sitzung, auf der wieder eine Pressekonferenz stattfindet mit Bernanke. Und da eben auch die Möglichkeit, wirklich dezidiert mit den Märkten zu kommunizieren, warum man die Entscheidung so getroffen hat, wie man sie getroffen hat. Aber in der Tat, es ist offener als zuvor, würde ich sagen. Denn es ist in beide Richtungen möglich, dass in den nächsten 6 bis 8 Wochen auch mal Konjunkturdaten negativ überraschen, ist nicht ausgeschlossen. Und dann kriegen wir möglicherweise wieder eine Diskussion in die andere Runde. Perspektivisch ist die Wahrscheinlichkeit allerdings höher, dass wir möglicherweise eben noch im Dezember dann einen ersten moderaten Schritt aus dem Anleihenkaufprogramm heraus, also weniger Volumen bekommen. Und diesmal ist sicherlich das Thema Protokoll Fed Minutes noch mal interessanter als die letzten Male. Thomas Arment von der HSBC, vielen Dank.